Ja, es ist jetzt im Moment ja die Diskussion aufgekommen, hätte man spielen sollen oder nicht. Also ich bin da absolut d'accord mit dem Thomas, denn wir können uns gar nicht vorstellen, was dort passiert ist. Wir können es versuchen, dort uns hineinzuversetzen. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Versuch. Diejenigen, die im Bus saßen, beziehungsweise die dort dann das erlebt haben, haben alles noch im Kopf gehabt und dann über Fußball nachzudenken und dann auch noch Fußball zu spielen, das ist schwierig. Von daher hat man es, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit ganz klar gesehen, dass der BVB nicht so präsent war, wie sie es zu Hause immer sind, wie sie es dann auch in der zweiten Halbzeit waren. Von daher bin ich der Meinung, dass man das hätte auch verschieben können. Ja, wir haben ja unsere Besprechung gehabt, die Analyse des Gegners, und in diesem Zusammenhang haben wir auch das Erlebte oder das Ereignis auch kurz angesprochen. Es ist natürlich Gesprächsthema in der Mannschaft, nur wir haben das jetzt nicht allzu sehr thematisieren wollen, denn das Ereignis an sich ist schlimm genug, und jetzt dann, dass wir uns dort jetzt auch noch auslassen, das machen andere, das müssen nicht wir machen, und wir müssen versuchen, wirklich dort trotz des Ereignisses unsere Leistung am Wochenende dann auch abzuliefern gegen einen Gegner, der das in seinen Köpfen hat, leider. Also Jesus hat jetzt die ganze Woche wieder mittrainiert. Es ist so, wenn man einen harten Schlag auf die Muskulatur bekommt, dass man dort einen Pferdekuss hat, dass man Schmerzen hat. Gerade die Wadenmuskulatur ist ja doch etwas schmächtiger als die Oberschenkelmuskulatur. Das hat er dann gemerkt. Aber jetzt durch die gute Durchblutung, durch das regelmäßige Training, Springen, Schießen, Laufen, ist das sehr, sehr viel besser geworden. Es sind alle mit dabei, außer Taleb, der gestern im Training einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, ist dort umgeknickt, und das Training heute hat er dann abgebrochen und wird dann fürs Wochenende nicht zur Verfügung stehen.